Ja, hallo, Robbie Gerken hier heute. Stefan, und hallo. Zwar in unserer Kleinserie oder meiner Kleinserie, wo ich Berliner Perkussionisten vorstelle, die schon lange in der Stadt sind und die unheimlich viel in der Stadt gespielt haben, natürlich auch anderswo, die hier die Szene mitgeprägt haben. Und da Perkussionisten da meistens im Rudel auftreten mit anderen Musikern, sind sie leider manchmal nicht so gefeatured oder auf die achtet man manchmal gar nicht so, leider. Das wollen wir damit ändern. Ja, also schön, dass du da bist. Freue mich. Und gleich mal die Frage vorweg. Ich habe gehört, also du bist ja sehr Kuba-affin, ne? Mhm. Und man sagt, du hättest da sogar gewohnt. Mhm. Und das stimmt wohl nicht, habe ich jetzt erfahren. Das stimmt nicht. Wo ist es? Okay. Ja. Das heißt? Habe ich bisher nie. Das mag ja nochmal passieren, für ein paar Monate oder ein halbes Jahr oder weiß der Teufel oder zur Rente. Aber ich habe bisher nie da gewohnt und war unglaublicherweise auch nur einmal richtig da. Ach, aber länger dann, oder? Ja, aber auch nur einen Monat. Ach, guck an. Ja. Ich kann mich nämlich erinnern, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. So und ist es. Und zwar betrifft es den berühmten Perkussionisten Changuito. Ja. Sag mal, wie der wirklich heißt, du kannst es besser aussprechen. Eigentlich, also voller Name José Luis Quintana, ja. Fuerte. Fuerte. Ali, und dann genannt Changuito. Ja, genau. Und der hatte mir nämlich damals, also wir haben beide bei dem mal Unterricht gehabt, du so erfolgreicher als ich wahrscheinlich. Ja, das wage ich zu bezweifeln. Ich hab ja Schlagzeug versucht mit ihm zu lernen, ja. Und hatte damals das Gefühl, ich kann gar nichts mehr. Ja, das ging, glaube ich, immer allen. Ja, und du hast dich richtig auf die Congas spezialisiert, ja, ne? Ja, das stimmt. Genau. Und der bescheinigte dir damals, dass du wie ein Kubaner sprichst. Also dein Griechisch, dein Spanisch. Mein Griechisch ist ganz schlecht. Dein Griechisch ist ganz schlecht, aber das Spanisch, dieses Kubanische. Ja. Kannst du mal irgendwas Doofes sagen? Das hat sich bis heute nur ein bisschen verändert. Ja, das ist jetzt so auf dem Plauz schwierig, weil. Also vielleicht einfach irgendwie die Congas hier, die sind ja wahnsinnig gut. Die sind sehr schön. In Kuba genannt Tumbadoras. Se dice Tumbadoras, este lindo instrumento. Dieses schöne Instrument heißt Tumbadoras. Und man sagt, Changuito zum Beispiel sagt, dass der älteste Name für dieses Instrument wahrscheinlich Taona war. Aha. Interessant. Ja, wenn wir da jetzt schon sind, mache ich einen ganz, ganz kurzen Schwenker. Eigentlich super. Sind sich die meisten relativ einig, dass dieses Instrument von den Biancomeco Abacua, das sind die Trommeln der Abacua Musik, am ehesten davon kommt, nämlich dem Bongo der Solotrommel. Dieser wunderschönen übrigens Abacua-Musik. Hat das, Trigger, dass ich frage, hat das was mit Religion zu tun? Ja, tatsächlich. Also sehr schwierig. Die Frage ist sehr gut. Es wird im gleichen Atemzug mit den afrokubanischen Religionen genannt. Die eigentlichen Mitglieder dieser Sekte, Bruderschaft, Religion, sind sich aber untereinander auch nicht einig, wie sie es nun nennen wollen. Also worauf sich alle einigen können, es ist eine Bruderschaft. Es wird gerne ein bisschen mit dem, manche sagen, es sind die afrikanischen Freimaurer. Ah, okay. Was super spannend an denen ist, die sind in der heutigen Kamerun-Nigeria-Cross-River-Region entstanden, sind da fast ausgestorben, also nicht die Menschen, sondern dieser Glaube. Ja, oder ja. Und in Kuba hat sie es gehalten, aber nur in Havanna und Matanzas. Ah. Und den Städten dazwischen, den zwei. Okay. Ja, Cardenas und so. Und das ist etwas unglaublich Spezielles, ein absolutes Steckenpferd von mir. Okay. Und auch eine ganz entscheidende Musik, die Congas hervorgebracht hat.
Ja, Wahnsinn. Und ist eine eigene Art zu spielen dann auch. Genau. Eigene Rhythmen oder? Also es geht so weit, dass man sagt, relativ verbucht, glaube ich, inzwischen auch für die Musikwissenschaftler. Die Klave, die viel genannte, ja. Kommt vom eindeutig vom Econ, das ist die Klave der Abaqua-Musik. So dass man sagen müsste, die Mutterklave Kubas ist aus dem Abaqua, eindeutig. Okay. Eigentlich nicht mehr diskutiert. Ja. Hochinteressant. Ja, ist tolles, spannendes Zeug. Geil. Und wie hast du das da kennengelernt? Also weil du da gewohnt hast? Du, wir sind mitten in unserer gemeinsamen Vergangenheit, mit Changito vor allem. Ah ja, also, der ist da Mitglied sozusagen? Ist er nicht. Ah, ist er nicht. Okay. Tatsächlich, Insider ist es vor ein paar Jahren, gar nicht so lange her, mal angedacht gewesen. Ja. Es passiert sehr selten, dass Leuten das angeboten wird, ja. weil sehr viel dazugehört, da überhaupt aufgenommen zu werden. Ja. Jemand wie Changito wurde es angeboten und er hat sich dann in im letzten Moment dagegen entschieden, weil sein Santo, sein Heiliger damit nicht einfach. Ah, okay, zwei jedenfalls Heilige ist, und so. Genau, parallel. Das ist jedenfalls der offizielle Grund, der einzige, den ich kenne. Okay, aber hochinteressant. Sag mal, und hast du da auch gespielt? Mit den Leuten in Kuba wahrscheinlich, ne? Wenn du da hast wahrscheinlich Unterricht da als genommen. Als ich da oder? 94 war, ja, ich habe zwei, dreimal mitgejammt, aber ich war wirklich da um Changito. Gekannt habe ich ihn schon. Ich bin mit dem Auftrag dahin gefahren, mit dem Ziel. Ich wollte Changito nach Deutschland einladen, vor allen Dingen natürlich, um mich zu unterrichten. Ja. Und mit ihm besprechen, weil er mir vorher eine Aussicht gestellt hat, dass er das für möglich hält und für eine nette Idee. Ja. Ich glaube, es war sogar seine ursprünglich. Ja. Und dann ging es schlichtweg für mich darum zu gucken, wie ist das machbar? Okay. Wie kriege ich das hin, dass der Mann sich hier wohlfühlt? Ja. Und gleichzeitig, wie kriege ich das hin, ohne dass meine Eltern unglaublich viel Geld dafür ausgeben? Ja. Und gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, das unter einen Hut zu kriegen? Ja. Er war wahnsinnig kooperativ und es ging dann irgendwie. Ja. Also, dass er sich wohlgefühlt hat, konnte man, glaube ich, daran ermessen, als ich bei ihm Unterricht hatte, bin ich im Auto vor seinem Haus gestanden. Ja. Da habe ich immer bis zu 2 Stunden gewartet. Und dann hat er sich erstmal eine fette Havanna im Auto ungefragt angezündet, in einem winzigen Auto. Ja. Da war dann, ich konnte fast nichts mehr sehen. Ja, total interessant. Und was hast du dann während, also nach dem Unterricht mit ihm und so, wo hast du überall gespielt? Also was hast du so... In Havanna? Zum Beispiel oder auch hier in Deutschland, in Berlin? Ja, Berlin ist fast spannend, aber in Havanna waren wirklich 2, 3 Jams. Ja. Ich war auch noch recht jung. In Havanna war ich, glaube ich, 17. Klar habe ich da schon gespielt, aber eben natürlich auch noch nicht so, dass man sagt, die in Havanna haben jetzt alle auf den 17-jährigen Berliner Jungen gewartet. Er sagte damals, du seist sein absoluter Musterstarschüler oder sowas. Ne? Das hat er sowas wirklich manchmal gesagt, ja, das ja, stimmt. Aber das ist natürlich, woran liegt das? Natürlich hat er damals in Kuba Leute gehabt, ich kenne die heute dann und weiß, dass die rückwirkend in dem Alter bei ihm waren. Ja. Einige davon kenne ich ganz gut. Die waren mit 17 schon, was so Instrumentaltechnik und einfach auch Knowledge betrifft, ganz woanders. Okay. Was er, glaube ich, was ihn sehr gereizt hat, ist, glaube ich, er hatte immer einen Blick dafür, dass da eine andere Approach vielleicht möglich ist. Ja, also, ich weiß noch, ich habe damals unheimlich darunter gelitten, kein Kubaner zu sein.
Und habe ihm immer gesagt, oh Mann, das müsste ich doch eigentlich schon längst wissen. Und warum musst du mir das erklären? Ja. Und wenn du mir das erklärst, warum fällt mir das so schwer? Zum Beispiel meine Anfänge mit dieser Abaqua-Musik. Ja. Alter, warum ist das so schwierig? Und warum checke ich die Klave dazu nicht? Ja. Und dann hat er gesagt, sei doch froh, weil bisher habe ich bei dir immer nur erlebt, du wirst es checken. Ja. Und dann hast du es drauf. Mhm. Und du hast vielleicht einen Umweg gehen müssen. Aber der Umweg gleichzeitig gibt dir Erfahrung, die die Jungs in Kuba nicht haben. Verstehe. Ich habe das immer so empfunden, dass er das sehr, sehr nett gesagt hat. Und ich weiß bis heute nicht, wo man... wie ich das so einordnen würde. Ich glaube, inzwischen bin ich damit ganz glücklich, weil ich genauso stark wie meine Liebe zu Kuba ist, meine Liebe zum Jazz immer gewesen eigentlich, von klein auf. Ja. Und das wäre vielleicht schwieriger gewesen, in beiden Fällen dann so viel zu tun zu haben, wenn ich nicht hier groß, ich weiß es nicht. Verstehe. Auf jeden Fall bin ich zufrieden. So wie cool, super. Und du hast auch, spielst Jazz auch, also das jetzt wahrscheinlich eher in Berlin dann, nehme ich an. Ja. 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 Und mal auf Tour oder so, wie es so ist, du kennst es ja, aber natürlich vor allem hier. Okay. Und hast du aktuelle Projekte jetzt? Also wir haben ja Corona-Zeit, das ist extrem schwierig alles, aber gibt es was, was du vielleicht gerade so anleierst? Ja, wir haben ja eben schon kurz gesprochen, wie sind wir so ein bisschen über die Monate und die Krise und was hält uns am Laufen? Ich habe im letzten Jahr unheimliche Fortschritte für mich persönlich gemacht in meinem Umfeld mit, tatsächlich im Zusammenhang mit dieser Abaqua-Musik. Ja. Und habe die große Ehre und unglaubliche Freude seit, jetzt sind es so knapp anderthalb Jahre, ein Jahr, mit einem wirklich Who is Who, einem All-Star von Größen in dieser Abaqua-Musik zu tun zu haben. Wow. Und hier in Berlin? Nee. Das ist nur übers Internet möglich. Das ist so eine Querverbindung Havanna, Miami. Okay. Ah, super. Und jetzt eben auch Berlin, unglaublich. Hochinteressant, kann man das sehen? Irgendwie noch mal? Nicht, aber es ist gerade zeitgleich der Versuch, ich mache hier ein paar Aufnahmen und die Jungs singen was drüber. Und die Jungs fangen jetzt ganz aktuell gerade, vor ein paar Tagen haben die angefangen, ein Studio aufzutun in Miami und nehmen da Sachen auf, wo ich irgendwie noch drüber gehen werde. Ja, sehr cool. Also ich hoffe, dass man das einiges eines Tages auch mal hören kann. Ja. Ja, super. Noch ist es ein riesen Privatvergnügen einfach auch. Ja. Okay, aber es ist auch wirklich sehr speziell. Es ist sehr speziell. Sehr, sehr interessant offensichtlich. Ja, wir haben noch eine gemeinsame Bekannte, fällt mir gerade ein, Mayelis. Ja. Genau, mit der hatte ich auch gespielt, musste da den kubanischen Schlagzeuger und Perkussionisten ersetzen. Ja. Schweiß, Schweiß. Hat aber ganz gut geklappt das alles. Glaube ich. Und da ist mir wieder klar geworden, wie stark diese Musik ist. Also ich meine, wie diese Rhythmen auch, man muss einfach total stark sein. Man kann sich da keine Schwäche erlauben. Das stimmt. Zurücklehnen ist schwierig. Das ist echt krass. Ja. Und, aber macht auch total Spaß. Ja. Die Energie ist natürlich Wahnsinn. Ja. Und das hast du ja dann auch durchgezogen offensichtlich über die Jahre. Ja, das stimmt. Ich muss sagen... ist natürlich auch eine Entwicklung, die man da mitmacht. Ich habe vor inzwischen 7, 8 Jahren ganz starke Handgelenkprobleme bekommen, die auch eigentlich irreparabel sind. Stand der Dinge ist aber, dass ich mit Hilfe von tollen Physiotherapeuten, Christian Vastaris übrigens. Ja, auch Perkussionist. Und toller Perkussionist, toller Typ. Und, Wahnsinn. Unglaublich. Ja. Wahnsinnig hilfreich war er. Ich habe das im Griff, ist alles in Ordnung, ich fühle mich damit ganz wohl. Hat aber dazu geführt, dass ich eine Menge Dinge in Frage gestellt habe, die bis dato für mich selbstverständlich waren, so im Umgang mit dem Instrument. Ja, okay. Und was zum Beispiel Kraft beim Spielen betrifft, Changitos Schule ist ja immer davon geprägt zu sagen, so wenig Kraft wie möglich, so viel Schwung wie möglich. Mhm. Und trotzdem, ich hatte ein Gespräch mit einem Kollegen, der nicht so viel Tanzmusik und so viel kubanisches Zeug gespielt hat und der die Changuito-Schule auch ganz gut kennt. Ja. Und wir haben so gequatscht und der meinte zu mir, naja, von wegen wenig Kraft, guckst du dir doch mal an, guck dir mal Giovanni an, der ja Giovanni Hidalgo, der auch ja Changuito-Technik. Ja. Nun hat der die nochmal ganz anders behandelt und nochmal auf eine andere Stufe. Der hat aber so kleine Krallenhände. So kleine. Und das ist schon auch alles sehr, sehr kraftvoll. Es kommt immer darauf an, was du damit machst. Ja. Und wenn es dann darum geht, immer schneller, immer lauter natürlich auch zu werden, dann spielt Kraft natürlich eine Rolle. Okay. Und das konnte ich mir dann einfach nicht mehr leisten zu der Zeit. Ja. Und das hat zu so einem Umdenken. Und ich versuche mich an Jazzdrummern zu orientieren. Die auch eher leicht spielen. Ja, zumindest ist das so meine... Ja. Und auch meine Art zu spielen hat sich natürlich auch verändert. Ja. Auch mein Denken von... Also das ist eine Trommelschule, in der ich mich mindestens, oder nicht mindestens, aber genauso zu Hause fühle. Okay. Und die hat meinem inzwischen nicht mehr ganz jung und etwas
aus der Form geratenen Körper sehr geholfen. Ich kann mich an die alte Form nicht erinnern. Insofern für mich ist alles. Aber dem weiterhin geholfen, den Stand zu halten. Also dieses wirklich sehr, sehr kraftvolle und immer den ganzen Laden am Tanzen zu halten und das am besten jeden Abend. Das kann ich mir vorstellen. Sag mal, und gibst du das weiter? Also unterrichtest du zum Beispiel auch? Gibt es Möglichkeit, bei dir Unterricht zu nehmen? Gibt es an verschiedenen Orten. Was so das Weitergeben dieser Informationen betrifft, finde ich immer bisher im privaten Rahmen war das so ganz gut möglich, ja. In relativ kleinem Rahmen allerdings. Und ab und zu mal mit einem Workshop an der Hochschule oder sowas. Ja. Ich bin sonst in Potsdam an der Musikschule, an der staatlichen. Ah, ja. Da ist aber das Weitergeben von solchen Informationen vielleicht auch einfach gar nicht so gefragt. Oft. Verstehe. Ne, das ist ein bisschen speziell. Ja, nee, ich meinte jetzt auch, ob du überhaupt generell unterrichtest. Ja, generell. Also ich unterrichte und das, ich gehöre zu den Kollegen tatsächlich, die gerne unterrichten. Ja, gut. Also das steht und fällt natürlich immer auch mit dem Spaß eines Schülers, aber wenn ich jemanden vor mir habe, der das spannend findet, du merkst das schon, dann höre ich nicht auf zu quatschen. Ja, super, weil das brauchen wir alles. Liebe halt. Ja, ja, super. Okay, das heißt also, du hast jetzt vor, diese Aufnahmen zu machen. Wo kann man das dann, wo kann man es finden? Was meinst du? Kann ich dir wirklich leider noch nicht sagen, weil es noch so am Anfang ist. We stay tuned. Wir werden das gerne. Also du bist der Erste, dem ich was schicke, verspreche ich dir. Wahnsinn. Okay, super. Und noch eine letzte Frage. Weil ja ich will jetzt Chunkito nicht, das geht ja um dich in erster Linie, aber der ist natürlich so der extrem Übervater. Extrem wichtig für mich. Ja. Und natürlich für dich auch extrem wichtig. Ja. Hast du denn aktuell noch Kontakt zu ihm? Ja, also jetzt ganz aktuell ist das schwierig, Kontakt zu halten. Es geht ihm leider gar nicht gut. Oh, okay. Leider. Ja. Wirklich gar nicht gut. Er ist A, recht oder ziemlich krank. Ja. B, ist seine liebe Frau Rosa im letzten September verstorben. Okay. Und jemand wie Chunkito, dazu muss man vielleicht auf dem Schirm haben, dass so Musiker wie Chunkito in Kuba einen ganz anderen Stellenwert haben. So ein Meistertrommler, der wird da... Der hält wahrscheinlich, ne? Der weiß nicht so, was so einkaufen und kochen, das wird alles für ihn erledigt. Spielt in seinem Leben nicht so eine Rolle. Wie bei uns hier. Das ist ja bei uns genau. Aber selbstverständlich. Ne? Ich war, glaube ich, auch noch nie einkaufen. Nein, warum auch? Ja. Okay. Und das ist, glaube ich, abgesehen davon, dass seine geliebte Rosa verstorben ist, ist das, glaube ich, auch einfach für den Alltag jetzt wirklich eine Herausforderung. Okay. Und er ist deswegen auch ganz schwer zu erreichen. Man kommt nur über seinen Sohn, über den Facebook-Account seines Sohns an ihn ran. Ja. Louis Giovanni. Der ist irgendwie in seiner eigenen Welt unterwegs. Es ist seit einem halben Jahr nicht ganz einfach. Okay, verstehe. Aber wir hatten Kontakt. Wir haben das letzte Mal gespielt vor 2,5, 3 Jahren im Zigzag hier in Berlin. Ja. Ach stimmt, der war ja mal hier nochmal. Hatte ich gelesen. Leider nicht gesehen. Ja, war schön. War echt toll. Ja, super. Robby, erstmal so... toll, die ganzen Informationen zu bekommen. Wir wissen jetzt etwas mehr über dich. Hoffentlich bleibt es dabei, dass wir spielen können live. Also in Zukunft wieder. Und dann. Genau. Und also wir beiden bald mal. Das wäre auch schön, ja. Und dann, melde ich mich bei allen, die interessiert sind oder die können sich dann melden, wo du auftrittst, wann du auftrittst, was für Aufnahmen und so weiter. Okay, vielen Dank erstmal. Vielen Dank für die tolle Reihe und für die Einladung. We'll be right back.